Ich wollte gerade noch runter gucken, aber da ist... Da ist nichts, okay. Nein. Komm. Ja. So. Du meine Güte, meine Güte, meine Güte. Okay. Ja, so geht's nicht. Wie komme ich denn da hoch? Moment, wo geht's da hoch? Ja. Nee, nee, mein Kleiner, bleib mal da vorne. Ich brauch dich noch. Wir drehen uns hier im Kreise. Gut, das war das eine. Was passiert denn jetzt? Okay, komm mal her. Das machen wir gleich. Wir schmeißen dich wieder rauf. So, und jetzt die Frage, muss ich nach oben? Ich weiß es nicht. Deswegen gucken wir mal. Komm mal her. Zack. Und jetzt drehen wir uns mal nach oben. Ich will erstmal nach oben gucken. Hier ist nichts. Okay, ganz oben ist nichts. Wir müssen also da lang. Würde ich sagen. Ich probier's. Probieren geht. Sag mal, weiter. Jetzt darfst du aufhören. So, was passiert jetzt? Hui, weiter geht's. Ach du meine Güte. Okay. So viele Ballons und Drehschalter. Okay, das wird ja jetzt ein Spaß. Was passiert denn? Wir fangen mal mit den Drehschaltern an. Ah, die sollen also nacheinander, sollen die zerplatzen. So, das ist der eine. Okay. Muss ich mal gucken, wo... Ich vermute was... Doch, das geht ja doch so. Ich nehme alles zurück, das geht ja doch so. Ich dachte, man muss das in der Drehung sozusagen machen, aber es geht so. Zack, zack, zack. Na bitte. Super. So, weiter geht's. Okay, Wand hoch. Ja, Wand hoch ist... Okay. Ne, jetzt. Aber das blockiert doch dann, ne? Ja. Hm. Oh, eins zu weit. Nochmal. Schon wieder. Ich probier's mal so. Mal gucken, ob ich stehen bleiben kann auf der Sache. Okay.
Gut, soweit so gut. Komm ich hier rein? Yep. Okay. Dieses Level war geil. Ich muss sagen, das hat Spaß gemacht. Dieses Rumrätseln, wie komme ich weiter, wo geht's weiter, wie funktioniert's. Das ist ein geiles Level. Okay, also echt ein schönes Spiel. Ich muss sagen, ein sehr, sehr, sehr schönes Spiel. Und ich weiß gar nicht, wo wir jetzt hängen, also beziehungsweise wo wir jetzt rausgekommen sind. Das haben wir da hinten, geht's irgendwie weiter. Was ist los mit dir? Danke. Das Archiv will mir was sagen. Wie die Menschheit unterging. Noch eine ganz interessante Sache. Der Fortschritt der Technik war unaufhaltsam, rapide und tödlich. Denn jede neue Entwicklung brachte Wohlstand und Gutes mit sich, aber auch Krieg. Es dauerte nicht lange, bis die ganze Welt in erbarmungslose Konflikte gestürzt worden war. Bis schließlich nahezu alles Leben vernichtet war, das einst auf der Oberfläche existierte. Zu den endlosen Scharmützeln der Menschheit gesellte sich bald eine wachsende Zahl verheerender Naturkatastrophen. Vulkane, die Städte in Asche verwandelten. Das Meer, das wuchs und wuchs, um den Planeten zu verschlingen. Die Menschheit blickte der endgültigen Auslöschung entgegen und es dauerte nicht lange, bis Mutter Erde ein einziges Ödland war und kein Wesen mehr auf ihrer Oberfläche zu leben vermochte. Okay, das nennt sich jetzt traurig. Das war jetzt ein bisschen deprimierend. Muss ich so sagen. Okay. Aber was soll's? Hier unten ist noch, was? Ist hier noch eine Flauschkugel zum Wegflauschen? Ja. Das war daneben. Das war besser. So, eine Spind-Deko. Ich weiß gar nicht, wo man den Spind nachher findet. Aber egal. So, und hier bitte auch nochmal wegflauschen. Hey. Salami. Sag mal, Salami? Salami will nicht so, wie ich will. So, hier ist weg, hier ist weg, hier ist weg. Gut, so. Das haben wir auch gemacht. Ja, dann ist das hier das nächste Ding und das machen wir gleich. Nun bloß schön vorsichtig, wieso? Haften, schießen und springen. Setze den Haftsprung ein und erreiche das Ziel. Was für ein Haftsprung? Wovon redet das Spiel gerade? Ich werde es ja gleich erleben. Ich bin gespannt, was die jetzt hier meinen. Aber sagt mir momentan gar nichts. Was? Haftsprung und Kleckser. Hier als korrekter Umgang mit dem Haftsprung. Musst du das lernen und der ist hier gefragt. Strecke, schwinge und schleudere dich zum Ziel. Was? Wie? Wo? Was willst du von mir? Also, was muss ich machen? Meinst du das hier, ja? Na, wir werden es sehen. Wir haben nicht so viel Auswahlmöglichkeiten, deswegen gehen wir mal rein. Los, setze den Haftsprung ein. Was soll ich machen? Michiko, moin moin. Na, wie geht's? Okay. Ich hab Angst, meine lieben Freunde. Ich habe solche Angst. Ne. Ich hätte lesen sollen, wie das funktioniert. Was soll ich machen? Zeit verziehen mit... Verdammt, was? Was war denn das? Gut, und soweit. Ja, mir geht's auch gut. Bis auf, dass ich... Was spiele ich hier? Ich spiele gerade Splatoon 3. Kennst du das Spiel? Wenn ja, ruhig Bescheid geben. Die Musik. Spritzspiele. Ja.
Wir spritzen, wir flitzen, wir machen... Kennst du nicht. Macht doch auch Spaß. Ziel ist es eigentlich, durch die Arena zu kommen, ja? Also, damit man weiß, was das hier wird. Oh oh, Gegner. Moment. So. Wir sind der Hammer. Naja, ich bin mir noch nicht ganz so sicher, was wir hier sind. So. Macht aber Spaß. Bei Fragen gerne Fragen. Und ansonsten hoffe ich, dir geht's soweit gut. Wir werden demnächst, denke ich, auch, wenn wir das hier... Ich weiß gar nicht, ob wir das hier durchspielen. Es ist, es macht wahnsinnig viel Spaß. Ich weiß aber noch nicht, ob wir wirklich am Ende ankommen. Nein. Falsche Taste. Oh. Er hat doch ein Schutzschild. Wir werden auch demnächst Monkey Island das neue spielen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Okay, mit genug Kraft geht's. Verstehe. Natürlich darf man nicht getroffen werden vom Gegner sozusagen. Eingefärbt werden. Wir mögen keine Farben. Hm. Das geht nicht so, wie ich dachte. Warum haben wir hier so ein blödes... Also die Musik ist gerade cool. Hilfe! Zu viele! Zu viele Tentakelgeist! Uhu. Okay. Einfärben. Alles einfärben. Die Welt hat noch nicht genug gelbe Farbe. Finde ich. Checkpoint. Klebe an den Säulen. Nach oben zu springen, was? Was? Okay, das funktionierte nicht so, wie ich wollte. Ich wollte da durch. Na gut, hat funktioniert. Anders als erwartet, aber hat funktioniert. Okay. Achso. Ich wollte gerade sagen. Yay! Da lang? Kreative Wegfindung. Ich suche immer die großen Kreise, sage ich mal ganz grob. Warst du vielleicht beim Zirkus? Nein. Doch. In Monkey Island 1 waren wir kürzlich im Zirkus. Da waren wir die lebende Kanonenkugel. Was? Wo soll ich lang? Und Rino, moin! Na, wie geht's dir so? Ich hoffe, alles gut ist alles gut soweit. Ich suche gerade den Weg. Wir haben hier noch eine schicke Säule. Die ich aber nicht rankomme. Ist zu weit weg. Ja, jetzt, ich will da rüber. Wo soll ich denn lang? Bin anscheinend falsch gelaufen. Warte mal. Kann ja sein, dass ich falsch gelaufen bin. So, die Punkte nehmen wir mit. Wie ich sehe, bist du im Amazing Spider-Man Level. Ja. Yep. So kann man das auch betiteln. So. Uns geht's gut.
Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Ich muss irgendwie nach oben. Aber ich dachte, ich spiele hier gar nicht Spider-Man. Ihr wisst doch, Spider-Man ist doch auch rausgekommen. Gibt doch mittlerweile ein Spider-Man-Spiel. Auch für den PC. Nein! Oh, Gott sei Dank. Fast abgestürzt. Wusch! Uff. Also Spider-Man ist... Welche Spider-Man ich meinte, es ist dasselbe, was es für PlayStation 4 gab. Dann wurde es ja für PlayStation 4 Pro optimiert. Dann gab es das irgendwie auch für die PlayStation 5, wenn ich mich recht erinnere. Und das ist auch konvertiert worden für den PC. Oh. Kurze Info, habe diese Woche eine kurze Woche auf Arbeit, in den nächsten 2 Wochen habe ich Urlaub, heißt, ich habe ordentlich viel Zeit erstmal. Das ist wunderbar, dass du endlich mal Urlaub hast und ich hoffe, dass du den Urlaub auch schön nutzen wirst. Ne? Also nur mal so, vielleicht sieht man sich ja dann auch nächste Woche, weil ich hatte ja auch nächste Woche vor, mindestens Dienstag und Donnerstag zu streamen. Diese Woche wird es ja mit Donnerstags wahrscheinlich nichts, deswegen bin ich ja heute gerade hier. So, ich guck mal ganz kurz nach, wie das jetzt hier oben so aussieht, ob ich noch weiter nach oben müsste. Ei, gibt's hier noch... Na bitte. Zack. Jo, wirst du definitiv. Sehr schön, sehr schön. Gut, hier ist nichts. Dann gehen wir wieder runter. Übrigens, das Amazing Spider-Man Level gefällt mir. Yippie! Was ist denn das? Das ist das Ziel. Nee, das ist ein Gegner. Oktoschütze. Mist. Tja, Spider-Man würde ihn umgehen. Ich vermute mal, wir müssen ihn umgehen. Aua. Tschüss. Du wartest ja auf Monkey Island, stimmt's? Ja. Ja. Aber ich weiß noch nicht, wie wir das nächste Woche machen. Ob wir sozusagen zwischendrin auch wechseln, ob wir Monkey Island hintereinander spielen. Ich kann dir noch nicht genau sagen, oder ich kann euch allen noch nicht genau sagen, ob Monkey Island wirklich was taugt. Ja, also ich meine, ich habe relativ hohe Erwartungen und ich glaube alle anderen auch. Aber man kann es ja nicht wissen, ob es ein gutes Spiel ist, ob einen das Ganze fesselt, ob das nach den etlichen Jahren noch gut ist, was die Programmierer sich da jetzt so gedacht haben. Oder also deswegen muss man mal gucken. Es kann auch sein, dass wir zwischendrin hier weiter splattern. Ich bin da ganz ehrlich, ich werde zwar Monkey Island spielen, ich weiß noch nicht, ob wir das ab Montag spielen, weil Problem ist, ich weiß nicht, wann es rauskommt. Ja, wenn es Montag erst 17 Uhr, 18 Uhr oder so rauskommt, dann würde ich es wahrscheinlich eher am Dienstag anfangen oder eine Abendsession am Montag einlegen. Das weiß ich aber, wie gesagt, noch nicht so richtig. Sag mal, Leute, hier werden mir aber nicht alle angezeigt, die ich gemacht habe. Die da hinten muss ich doch gemacht haben. Also die hier über mir. Kann doch nicht an denen vorbeigelaufen sein. Weil die hier werden mir angezeigt. Kann hier auch nicht zoomen. Na gut, Und ich glaube, Monkey Island ist nichts für dich, ne? Rino. Es sah cool aus, aber die Grafik war überhaupt nicht meins. Du meinst jetzt vom neuen Teil? Ja, Grafik ist ja nicht immer alles, aber ja, an der Grafik, da streiten sich ja momentan sehr, sehr, sehr viele Leute. Vom neuen Teil von Monkey Island. Das liegt einfach daran, dass... ich glaube, viele haben eine Comic-Grafik erwartet, wie das, was wir jetzt in Teil 1 und 2 gespielt haben. Sowas in der Art
haben die Leute erwartet und nicht das, was wir da gesehen haben. Ja, also ich kann es verstehen. So, eine Anchovios, ein Anchovis haben wir gefunden. Huch. Ja. Hier Zeit. Zeitdruck. Nein! Ich habe einen Zeitdruck. Na gut. Fast erwischt. Gehabt. Wenn man Muschelmoschi bestellt, bekommt man in Inkopolis und in Splatville zwei ganz unterschiedliche Sachen. Inkopolis Moschi sind um die Muschel gewickelt, Splatville Moschi in die Muschel. Dann Sesam und scharfe Soße drauf, danach leckt man sich alle Tentakel. Klingt nett. Übrigens, hast du die Sims mit Highschool-Jahren schon gespielt? Ja. Ja. Nicht lange, ja. Ich habe die Highschool-Jahre gekauft. Ich habe sie gespielt, ich habe sie gestartet. Und ich sag's mal so. Das Problem ist, aus meiner Sicht hatten sie das Spiel kaputt gepatcht. Wirklich kaputt gepatcht. Also bei mir war das so, ich hatte spaßenshalber einen Werwolf-Teenager erstellt. Mit einem dazugehörigen Elternteil, praktisch alleinerziehend, kann man sagen. Und, ein Spinddeko. Und, sie haben doch neu eingeführt, dass die Sims ständig aufs Handy gucken. Also fast wie in der Realität. Und, das war ein bisschen too much, was die Sims da gemacht haben. Die guckt nur noch aufs Handy. Und das sah beim Werwolf ganz witzig aus, weil wenn der in Rage ist und durch die Gegend rennt, hatte der immer sein Handy in der Hand und guckte darauf. Auf vier Pfoten. Das sah vollkommen bescheuert aus, was sie da gemacht haben. Also kurzum, dies war ein bisschen kaputt. Und ja, ich weiß, die haben das mittlerweile gepatcht. Aber für mich war das so wirklich ein Stimmungskiller, als ich das gespielt habe. Und deswegen die Highschool-Jahre bisher sehr, sehr kurz. Und ich hatte erst gesagt, ich warte mal auf einen Patch. Der ist mittlerweile raus, zumindest was die Erwachsenen angeht. Wenn ich es richtig gelesen habe, die Teenager und Co. gucken immer noch ständig aufs Handy. Aber es soll wohl wieder spielbar sein, sagen wir es mal so. Aber ich habe es seitdem nicht mehr angefasst. Also ich habe sozusagen die ersten 3-4 Tage nach Release, hatte ich irgendwie mal so 1 oder 2 Tagen versucht, es zu spielen. Und ja, ich war jetzt nicht sonderlich begeistert. Aber wie ist es deine Meinung, Michiko? Würde mich mal interessieren, macht's dir Spaß oder sagst du, nee, eigentlich nicht? Ich hatte ein bisschen den Eindruck, die Schule ist ein bisschen wenig gefühlt. Ja, die extrem handygafferei finde ich auch zu viel. Wie gesagt, es war vollkommen affig, weil die guckten aufs Handy. Wenn du Werwölfe kennst, die rennen wirklich auf allen Vieren, ja? Die rennen durch die Gegend und dann guckten die nach unten und in der Pfote hatten sie beim Rennen in der Animation das Handy. Also vollkommen bescheuert, was sie da hatten. Ich habe noch nicht viel, wollte erstmal den einen oder anderen Patch abwarten. Ja, ja, so ist es mir nämlich auch. Patch, gestern gab es einen, aber der hat kaum was gepatcht. Nur mal so. Habe ich vorhin gesehen. Nur am Rotieren. Drehen wir durch.